Wo ist eigentlich der Boden? Das weiß keiner. Ich kann das auch nicht wissen. Aber wie komme ich denn auf diese Aussage? Ich habe mir viele, viele Daten ausgewertet, angeschaut, verschiedene Indikatoren angelegt, in die Geschichte geschaut. Wie war das damals? Wie war damals die Stimmung? Wie war die Bodenbildung? Und wie ist das jetzt? Und dann bin ich zu diesen Zahlen gekommen. Das sind alles errechnete Zahlen und keine ausgedachten Zahlen. Das ist dabei wichtig zu wissen. So. Wie kann dir das helfen? Viele Anfänger machen den Fehler und kaufen einfach einmal für die ganze Summe. Und dann haben die einfach nichts, um nachzukaufen. Das ist falsch. Du musst immer stückweise kaufen, ja? Und wenn du weißt, dass ein zweiter Boden kommen könnte, dann hast du ja noch Geld, um nachzukaufen. So. Wenn du zum Beispiel jetzt kaufst, weil du nichts hast und du weißt, okay, da sind die Zahlen und da sind die besten Einkaufspreise, dann behältst du noch vielleicht 50% von deinem Geld, was du investieren wolltest, und kaufst später. Und im nächsten Bullrun hattest du dann die besten Einkaufspreise und machst die größte Rendite. So, wir kommen jetzt zu Bitcoin und anderen Top-Altcoins. Und ich sage euch meine Ziele für den Boden. So, also wir sind jetzt bei Bitcoin. Ich habe, wie gesagt, viele, viele Parameter hier angelegt, geschaut, wie das war, wie das heute ist. Und ich mache das mal aus, damit das Ganze einfach nicht so überladen aussieht. So, die Zahlen bleiben aber gleich bei Bitcoin. Ich denke, dass wir jetzt wahrscheinlich etwas hochgehen und Ende August, Anfang September kommt dann der richtige Dump. Das ist jetzt einfach nur meine Prognose, dass wir, also das bezieht sich auch auf andere Coins, dass wir jetzt so ein bisschen hochgehen und dann Ende August, Anfang September kommt dann der richtige Dump. So, Bitcoin. Für mich sind die guten Einkaufspreise also schon eher optimistisch zwischen 16.000 und 20.000 Dollar. Bei diesen Preisen bin ich bereit, Bitcoin zu kaufen. So, und wenn irgendwas Schlimmes passiert in der Welt, wenn wieder sowas Ähnliches wie damals zum Beispiel die Corona-Krise, ja, wo alle Assets einfach runtergecrashed sind, dann sehe ich bei Bitcoin zum Beispiel 14.000 Dollar als den Boden. Also ich denke nicht, dass wir unter 14.000 Dollar fallen werden. Aber wie gesagt, hier würde ich auf jeden Fall schon alles kaufen, was ich haben möchte. So, mein Portfolio ist ja schon aufgebaut, auch prozentual aufgebaut und ich möchte jetzt eigentlich nichts mehr kaufen, außer wir erreichen diese Preise, ja? Wenn wir jetzt hochgehen, super, ich habe alles eingekauft und ich werde Rendite mitnehmen. Wenn wir aber fallen auf diese Blocks hier, dann werde ich auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Genau. So, dann gehen wir einmal weiter zu Ethereum. Ethereum hat ja schon 82% korrigiert und der war schon echt am Boden. Dann hat er hier so einen kleinen Pump gehabt. Aber wie gesagt, gute Einkaufspreise sind für mich zwischen 800 und 1000 Dollar. Der ultimative Boden ist für mich bei 625 Dollar bei Ethereum. Dann gehen wir einmal weiter zu Solana. Solana ist ja auch ein Top-Altcoin. Wo ist er hier? Der hat auch schon extrem korrigiert und wir sind jetzt bei den Preisen wie ungefähr hier im Mai 21, wo es gerade losging. So, also bei Solana sehe ich gute Einkaufspreise zwischen 20 und 25 Dollar und der ultimative Boden bei 12 Dollar. Das heißt, wenn wir jetzt tiefer gehen, hier kannst du auf jeden Fall schon die ersten Käufe tätigen, aber das kann auch passieren. Also die 12 Dollar sind realistisch. Wie gesagt, das sind alles errechnete Zahlen von mir und das ist auf jeden Fall sehr gut möglich. Ob wir das erreichen, weiß ich natürlich nicht, aber das ist schon sehr, sehr realistisch. So, dann gehen wir zu Atom, also Cosmos Blockchain. Das ist auch ein super, super geiler Coin. Der hat schon fast um 90% korrigiert und der hat auf jeden Fall Zukunft. Also wenn du Cosmos nicht besitzt, dann wird es jetzt höchste Zeit oder spätestens hier in diesem Block. Wir sind jetzt bei ungefähr 9,50 $ und die guten Einkaufspreise sind zwischen 5,20 $ und 7 $. Ja, also wenn du das kaufst zu diesen Preisen, dann bist du schon sehr, sehr gut ausgestattet für die Zukunft. Das ist eine langfristige Investition, aber die wird sich lohnen, in meinen Augen. Also ich sehe zum Beispiel Cosmos bei über 100 $. Ja, also erst über 100 werde ich dort, werde ich Atom Cosmos verkaufen. So, und als Boden sehe ich dann
bei Kosmos 4 Dollar. Das ist dann der ultimative Boden für mich. Und wenn wir das erreichen, dann werde ich hier ganz, ganz viele Kosmos kaufen. Auf jeden Fall. Machen wir mal weiter mit Polkadot. Polkadot hat auch knappe 90% Korrektur hinter sich und hat jetzt auch sehr, sehr schön korrigiert. Und wir sind jetzt bei alten Preisen wie damals. So, gute Einkaufspreise sind für mich zwischen 5 Dollar und 7 Dollar. Ja, bei diesen Preisen, also auch jetzt, kann man kaufen. Also Polkadot ist schon ziemlich weit, weit unten. Und als der ultimative Boden sehe ich dann die 3,50 Dollar. Das ist für mich der absolute Boden, der in diesem Zyklus realistisch ist. Ja, aber wie gesagt, das ist nur meine eigene Meinung. So, und dann NIR hat 85% korrigiert, ist auch ein sehr, sehr cooler Coin, die machen auch ganz viel und in späteren Videos kommen noch Erklärungen zu den ganzen Coins und warum ich diese jetzt kaufe. Wie gesagt, ein guter Kaufblock sind zwischen 2 Dollar und 3 Dollar. Wenn du diese Preise siehst, dann kannst du NIR auf jeden Fall kaufen. Ja, der ist schon echt weit, weit unten. Wenn du diese Coins zu diesen Einkaufspreisen bekommen könntest, dann bist du perfekt ausgestattet für den nächsten Bullrun. In 2 oder vielleicht 3 Jahren, vielleicht sogar 4, hast du dann sehr, sehr geile Rendite mitgenommen, wenn du bis dahin nichts verkaufst. Wie gesagt, die Geduld zahlt sich aus und es lohnt sich, jetzt zu investieren. Wir haben jetzt schon sehr gute Preise. Aber wie gesagt, ich sehe noch den zweiten Boden. Und wenn das tatsächlich so kommt und wir diese Preise erreichen werden, dann werde ich auch nachkaufen. Jetzt kaufe ich nichts mehr, weil ich ja schon mein Portfolio aufgebaut habe und damit eigentlich zufrieden bin. Ja, klar, mehr geht immer, aber so wie es ist, auch von der Aufteilung, bin ich schon eigentlich sehr, sehr zufrieden. Und wenn das nach oben geht, super. Wenn das aber tiefer geht und diese Preise erreicht werden, dann werde ich auf jeden Fall nachkaufen. So Leute, im nächsten oder im übernächsten Video kommen dann die Ziele für diese Coins, ja, für diese 6 Coins. Die Ziele, wann werde ich diese Coins verkaufen? Und damit du das nicht verpasst, abonniere bitte den Kanal und like schon mal dieses Video, wenn du das nicht verpassen möchtest. Ja, was du jetzt mit diesem Wissen machst, ist natürlich dir überlassen. Das war nur meine persönliche Meinung und keine Finanzberatung. Ich werde bei diesen Preisen auf jeden Fall diese Coins nachkaufen, sollte das passieren. Ja. Das ist für mich meine Prognose und ich halte mich auch daran. Wie gesagt, Ende August, Anfang September sehe ich dann den großen Dump und wir sehen dann den zweiten oder den letzten Boden. Ja, aber wir sind jetzt schon in der Bodennähe und deswegen kann man jetzt auf jeden Fall auch schon ein bisschen was kaufen für 20-30% von einem Geld, was du eingeplant hast, zu investieren. Ja, Leute. Wie gesagt, like das Video, abonniere den Kanal, um die neuen Videos nicht mehr zu verpassen und wir sehen uns bei den nächsten Videos. Ciao!